Dobrytschen, meine Freunde. Hallo und willkommen zurück hier auf der Swappa Agro Vierfach-Map im schönen Russland. Ja, was gibt's Neues? Ja, eigentlich nicht viel. Unser Rübenroder rippelt weiter fleißig auf dem Feld Nummer 7. Die beiden Abfahrergespanne warten. Ja, und wir pressen Ballen. Das wird auch heute, denke ich mal, so die Hauptaufgabe sein. Dass wir hier mal vorankommen. So, das ist doch gut, wenn ich sehe, der erste Abfahrer von den Rüben ist voll, der kann also losfahren, beziehungsweise der fährt los, und der zweite, ja, der hat noch ein bisschen Zeit, bis der abfahren darf, / muss. Genau, wir wollten bei den Schweinen mal Zuckerrüben reinschmeißen. Da war doch noch was, wenn mich da nicht alles täuscht. Machen wir noch, ja, so gegen Ende dieser Folge können wir uns da mal kurz drum kümmern. Oder sagen wir so, wenn wir dieses Feld hier fertig haben, dann machen wir das schnell. Das ist ja nicht mehr allzu viel. Oh ja, ein paar Bahnen halt. Da kommt auch wieder einiges noch zusammen an Ballen, aber das ist gut, wir brauchen das ja. Na, was ist jetzt hier los? Der 6810 steckt im Verkehr. So soll das aber nicht sein. Da müssen wir mal nachgucken. Das ist nicht der, das ist der. Wieso? Das ist doch nicht so schwer, da ranzufahren, oder? Geht doch. Naja. Gucken wir mal, wenn der Roder gleich entleert, dann hat das geklappt. Jo, passt. Jetzt ist er rangekommen, richtig. Ach ja. So, und wieder eine fertig.
sondern ich habe es jetzt dieses Mal auch geschafft, die beiden Abfahrer so einzustellen, dass jetzt nicht derjenige mit der geringsten Entfernung genommen wird, sondern der mit dem vollsten Anhänger zuerst. Weil sonst hatte man manchmal das Problem gehabt, dass die beide eben ganz knapp voll waren, bevor sie abgefahren sind. Und dann irgendwann beide losgefahren sind und der Rübenroder doch wieder mit vollem Tank rumgestanden ist. Und das sollte da jetzt nicht mehr der Fall sein. Sondern er macht eben erst einen voll und dann den anderen. Zumindest ist so der Plan. Hoffen wir mal, dass das auch so funktioniert. So, guck mal, da haben wir jetzt noch eine Bahn zurück. Dann kümmern wir uns mal kurz um die Schweinchen. Wie sieht's denn aus? Was haben wir denn an Zuckerrüben hier? 240.000 bis jetzt. Boah, das ist nicht wenig, nicht wenig. Strohballen haben wir 47. Das ist ja alles nur jetzt dieses eine Feld hier. Und dann würde ich nämlich sagen, ich hoffe mal, dass ich damit Curseplay gedroschen habe. Das ist die 10. Dreschen 10, ja. So, jetzt machen wir erstmal hier noch eine Entleerung. Also haben wir 53 Ballen hier von dem einen Feld jetzt runterbekommen. Hier ist Stopp. Dann ist der Start da drüben. Und passt das? So, dann müssen wir den einmal auf Feldarbeit. Sieht das gut aus? Ja, komm. Da müssen wir gleich mal gucken bei der Rückfahrt, ob er das immer noch einigermaßen gut trifft. Sieht irgendwie nicht so ganz richtig aus, aber ja, es sollte eigentlich funktionieren. Das heißt, gucken wir uns mal das Ganze an. Da kommen Wände, Wände. Nee, nee, das passt nicht. Dann müssen wir das selbst machen. Aber erstmal. Hier drei, den da. Wir gucken jetzt erstmal, dass unsere Schweinchen ihre Zuckerrüben bekommen. Weg. Hm.
Was ist denn jetzt los? So, Zuckerrüben waren, glaube ich, hier, wenn mich nicht alles täuscht. Oder auch nicht. Hier. Zuckerrüben, jopp. So, gucken wir mal, was die Schweinchen denn eventuell noch brauchen. Körnermais. Ja, und die Zuckerrüben. Das ist ja in Arbeit sozusagen. Mais haben wir ja auch angepflanzt. So, das sollte aber auch schon reichen hier. So, dann müssen wir gleich mal gucken, wo denn die Rüben hinkommen. Hier schon mal nicht. Dann kann es ja eigentlich nur hier sein. Das war jetzt aber ein Witz, oder? 1270. Haha. Na gut, dann bringen wir den Rest wieder zurück. Aber immerhin haben wir dann hier die Produktivität, hoffe ich mal, gleich noch ein bisschen weiter nach oben gesetzt von den Tierchen hier. Da kommt ein Zuckerrüben-Express. Das heißt, da müssen wir gleich mal andersrum rauffahren, damit wir dem jetzt nicht entgegengesetzt stehen gleich, weil der wird gleich noch kommen, bevor wir hier fertig abgeladen haben. So, gucken wir mal, dass wir das möglichst zügig hinbekommen. So, ich trinke mal schnell noch einen Schluck. So. Und da kommt er. Gut, dann stellen wir den einfach hier ab und wir kümmern uns hier um die Strohballen. Ja, wir sind ja jetzt schon wieder gleich am Ende der Folge angekommen. Dann werde ich gleich im Anschluss hier die Strohballen einmal fertig pressen.
damit wir dann in der nächsten Folge die Dinger einsammeln können und weglagern. Weil da kommt doch einiges zustande. Guck mal, wir haben jetzt 61, also ich denke mal, wir werden locker über 100 Ballen hier rausbekommen. Und die müssen ja dann auch alle irgendwie verräumt werden. Ja, und dann geht es ja im Grunde schon wieder, zumindest bei den beiden Feldern hier 10 und 11, wieder los mit der Bodenbearbeitung. Also man kommt nicht zur Ruhe, sondern immer Schlag auf Schlag geht es hier weiter. So, aber dann sage ich jetzt wirklich einmal Tschüss für heute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer der Hinweis, liken, klicken. Liken, kommentieren, abonnieren und Glöckchen drücken. Und dann sagen wir bis morgen.